Bleibst du, bis der Doktor wieder da ist? Das habe ich wohl vermasselt. Fang den Frosch. Knobelomania. Mit der Kuh durchs Haus. Yazzi Fatale. Was hältst du davon, Harvey? Ich bekomme Ausschlag von Gesellschaftsspielen. Es fehlen alle Kissen und Bezüge. Guck mal, Harvey, ein Sofa. Wie traurig. Du musst mir eins versprechen, Edna. Ja? Schick mich bitte nicht zum Polsterer, wenn mir mal das TFHSE ausgeht. Dir wird das TFHSE niemals ausgehen, kleiner Kumpel. Ein Traum von einem Mann. Ob er wohl eine Freundin hat? Ist Droggelbecher nicht ein Traum von einem Mann? Ich gebe zu, dass ich ein wenig eifersüchtig bin. So viel Ausdruck mit so wenigen Strichen. Ein Meisterwerk. Ein Telefon. Endlich kann ich mit meinem Anwalt telefonieren. Wenn ich mich nur an die Nummer erinnern könnte. Oh, halb so tragisch. Es ist ohnehin kaputt. Der Hörer fehlt. Eine Lampe. Was hältst du von der Lampe, Harvey? Sie ist ein Instrument des Lichts. Wie ich? Was denn? Ich bin auch ein Instrument des Lichts. Das Licht hat mir zum Beispiel neulich befohlen, die Motten zu essen. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der alte Taschenlampentrick funktioniert hat. Guck mal, Harvey, ein... Ja, ein Münztelefon. Du musst mir nicht immer alles zeigen. Ich habe auch Augen im Kopf, weißt du? Das schon. Aber sie sind nur aufgenäht. Ui, das gefällt mir tatsächlich. Ja. Mir auch, kleiner Kumpel. Lass uns dem Gesicht einen Schnurrbart malen. Ach, Harvey. Das Schild hätte ruhig ein wenig subtiler sein dürfen. In diesem Bild hat sich Captain Unbrauchbar verfahren. Im nächsten Bild sucht Nützlich Boy im Handschuhfach nach dem Stadtplan. So viele mögliche Telefonnummern und so wenige Finger, um sie zu wählen. Captain Unbrauchbar kann sich nur in einer Wahlkabine umziehen. Deswegen wechselt er auch nur alle 4 Jahre die Klamotten. Da steht ein alter Mann mit Aluminiumumhang am Fenster. Hallo. Hallo, junges Fräulein. Warte, bleib da stehen. Kein Zweifel, du bist anders als die anderen. Deine Aura ist hochenergetisch. Wer bist du? Wo kommst du her? Ich bin Edna. Wo ich herkomme, spielt keine Rolle. Ich will nur fort von hier. Ja, dein Freiheitsbestreben ist groß. Dein Chi fließt nicht, es strömt. Zu lange wurdest du gemaßregelt, zu lange zurückgehalten. Die Dämme brechen, der Vulkan bricht aus.
Wow, gut geraten. Was führt dich zu mir, Edna? Wer bist du? Mein Name spielt schon lange keine Rolle mehr. In dem Augenblick, da mir kosmische Weisheit zuteil wurde, entschied ich, alle Banden zu meiner alten Existenz zu kappen. Ich bin jetzt der Alu-Mann. Ihr Irren redet euch gerne nur mit eurer Funktion an, stimmt's? Das ist einfacher zu merken. Was genau machst du da? Ich kontrolliere den Schiefluss auf Löcher. Warum tust du das? Irgendwer muss es doch tun. Man kann ja nicht einfach mit löchrigem Schiefluss herumlaufen. Am Ende steht noch das ganze Ying und der Yang und dann haben wir das Feng Shui. Warum bist du so angezogen? Das Aluminium erhöht meine astrale Leitfähigkeit. So bin ich ständig mit dem Äther verbunden. Und das A auf der Brust? Das ist kein A. Das ist eine Erdrune. Die verbindet mich mit Gaia, der Mutter Erde. Und die Taucherbrille? Die schützt vor Chlor. Was denn sonst? Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König Adrian. Ein interessanter Fall. Er wurde vom Blitz getroffen und hat seither einige Fähigkeiten entwickelt. Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall einige meiner Theorien. Was sind das für Theorien? Ich habe einige Theorien zu König Adrians Fall aufgestellt. Der Blitz traf ihn und plötzlich hatte er hellseherische Fähigkeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich meine Theorien nennen soll. Zur Auswahl stehen psychokinetische Leitfähigkeit durch Stromeinwirkung, elektrostatische Psi-Erweiterung, starkstromgenerierte Präkognition. Oder das Glück ist nicht immer mit den Dummen. Was sind das für Fähigkeiten? Er sieht Dinge, bevor sie geschehen. Wow. Kein Wunder, dass er euer König ist. Das muss ihm unendliche Macht verleihen. Und ob. Auf diese Weise gewinnt er jedes Mal beim Halmer. Ja, aber darüber hinaus. Auch beim Scrabble. Aber die Möglichkeiten. Du sagst es. Das ganze Regal ist voll mit Gesellschaftsspielen. Und Adrian gewinnt sie alle. Er hat sogar den Puzzle-Wettbewerb gewonnen. Der Gewinn war eine Medaille aus echtem Gold. Warum nennt ihr ihn König? Nun, das war der Einsatz bei einer Partie Fang den Hut. Wir waren so naiv, dass wir dachten, wir könnten ihn schlagen. Der Bienenmann hatte eine Strategie entwickelt, der Kontrolleur ein unfehlbares System ausgearbeitet. Professor Nock hatte uns mit aufputschenden Psychopharmaka versorgt. Ein Jahr hatte er sich die Tabletten vom Mund abgespart. Petra hatte sogar eine Choreografie geschrieben, aber es war alles umsonst. Naja, es hätte uns schlimmer treffen können. Man denke nur, Petra hätte gewonnen. Jeden Morgen Sit-Ups und Liegestütze, oh nein. Sprechen wir über was anderes. Kennst du einen Weg hier raus? Draußen und drinnen sind nur zwei Aspekte desselben Sachverhaltes. Wie die beiden Seiten einer Münze. Sei weder drinnen noch draußen, Edna. Sei einfach. Und das sagt dir alles dein Kleiderbügel? Aber nicht doch. Er dient mir nur als Antenne für die kosmischen Schwingungen. Außerdem habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in den Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du?
ich muss langsam mal... Pass auf! Was hältst du von dem Typen, Harvey? Warum haben wir nicht so ein cooles Outfit? Ich weiß nicht. Vielleicht hat es was mit Würde zu tun. Verstehe. Würde er uns verraten, woher er das ganze Aluminium hat, dann würden wir auch so rumlaufen, richtig? Konjunktivus fatale. Hallo. Droggelbecher. Ist das dein Name? Droggelbecher. Darf ich da nicht rein? Droggelbecher. Aber ich brauche eine Audienz beim König. Droggelbecher. Schade. Was für ein Kerl. Wenn ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Droggelbecher. Droggelbecher. Na gut, das sehe ich ein. Muss mir irgendwie bei ihm Respekt verschaffen. Das ist eine Lampe. Was hältst du von der Lampe, Harvey? Sie ist ein Instrument des Lichts. Wie ich? Was denn? Ich bin auch ein Instrument des Lichts. Das Licht hat mir zum Beispiel neulich befohlen, die Motten zu essen.